In den tiefen Wäldern Smalllands entstand in den frühen 1940er Jahren eine Idee, so robust und anpassungsfähig wie die Kiefern und Fichten, die dort gedeihen. Ein junger Mann namens Ingvar Kamprad sah mehr als nur Holz und Erde in seiner Heimat. Er sah Möglichkeiten. Die Welt um ihn herum war in Aufruhr, gezeichnet vom Krieg und seinen Folgen. Doch Ingvar träumte von Frieden und von einer Revolution im Wohnzimmer. Mit einem Fahrrad begann er, Streichhölzer an seine Nachbarn zu verkaufen. Es waren bescheidene Anfänge, doch in ihnen keimte das Herzstück von IKEA. Das Prinzip der Erschwinglichkeit und Erreichbarkeit für alle. In einer stillen Ecke in Südschweden, umgeben von sanften Hügeln und dichten Wäldern, begann am 30. März 1926 die Geschichte eines Jungen, der die Welt verändern sollte. Ingvar Kamprad, Sohn von Theodor Kamprad und Linnea Matilda Nilsson, erblickte an diesem Tag das Licht der Welt. Sein Erbe war so vielfältig wie bemerkenswert. Die Wurzeln seines Vaters reichten tief in das deutsche Thüringen zurück, wo sein Großvater, Achim Erdmann Kamprad, als jüngster Sohn eines Grundbesitzers geboren worden war. Achim, ein Mann von Unternehmergeist, hatte seine Heimat verlassen und war Ende des 18. Jahrhunderts nach Schweden übergesiedelt, wo er die große Farm Elmtaryd erworben hatte. Doch das Schicksal hatte eine tragische Karte ausgespielt, als Achim kurz darauf seinem Leben ein jähes Ende gesetzt hatte und seine Frau Fanny, geborene Glatz aus Böhmen, die Zügel der Farm übernehmen musste. Theodor, der später die Farm geerbt hatte, hat dort mit seiner Mutter, seiner Frau und seinen Kindern, darunter dem kleinen Ingvar, der schon früh ein außergewöhnliches unternehmerisches Talent zeigte, gelebt. Mit gerade einmal 5 Jahren begann Ingvar damit, Streichhölzer an seine Nachbarn zu verkaufen. Er hatte eine geniale Idee, Streichhölzer in Stockholm günstig einzukaufen und auf dem Land mit Gewinn wieder zu verkaufen. Den Preisunterschied zwischen Stadt und Land nutzte er geschickt und zum Vorteil seiner Kunden und seiner Familie aus. Seine Großmutter, stolz und unterstützend, war seine erste Kundin. Ingvars Geschäftssinn wuchs mit ihm mit. Bald verkaufte er nicht nur Streichhölzer, sondern auch Weihnachtsdekoration, Fisch, Kugelschreiber, Geldbeutel, Uhren und Gürtel. Mit dem Fahrrad seiner Mutter belieferte er Kunden in Gebieten, die teilweise kilometerweit weg lagen, und konnte sich bald mit seinen Ersparnissen sein eigenes Fahrrad leisten. Seine Waren lagerte er anfangs unter seinem Bett, bis er schließlich endlich einen Schuppen seiner Eltern als Lager nutzen konnte. Doch Ingvars Weg war nicht ganz ohne Hindernisse. In der Schule kämpfte er mit seiner Legasthenie. Sein Vater verstand nichts von seinem Leiden und kam zu dem voreiligen Schluss, dass sein Sohn zu faul sei, selbst Kühe zu melken und es daher zu nichts bringen würde. Doch die Zweifel seines Vaters hielten Ingvar nicht auf. Sie formten vielmehr den Charakter eines Jungen, der immer sicherer war, ein Imperium aufbauen zu können, das weit über die Grenzen seines kleinen Heimatdorfes hinausreichen sollte. Sein Vater, ein Mann von festen Prinzipien und starker Disziplin, wollte seinem Ingvar jedoch mit aller Gewalt beibringen, den Wert der Zeit zu schätzen. So kam es, dass er ihm an seinem Geburtstag statt des üblichen Spielzeugs einen besonderen Wecker schenkte. Dieser Wecker war nicht nur ein einfaches Gerät zum Anzeigen der Zeit, es war eine Lektion in Verantwortung und Selbstmanagement. Den Alarm stellte sein Vater auf 5.30 Uhr und entfernte vorsichtshalber den Ausstellknopf, so dass Ingvar gar keine andere Wahl hatte, als jeden Morgen pünktlich aufzustehen. Es war eine tägliche Erinnerung daran, dass jeder neue Tag voller atemberaubender Chancen steckte. Allerdings nur, wenn man früh genug aufstand, um sie wahrzunehmen. Mit 14 Jahren erreichte Ingvars Leben dann einen Wendepunkt. Er verließ sein Elternhaus und kam in ein nahegelegenes Internat. Diese Veränderung war für Ingvar sowohl Herausforderung als auch Gelegenheit, sich in einer neuen Umgebung zu bewähren. Er lernte, unabhängig zu leben und entdeckte neue Interessen und Fähigkeiten. 3 Jahre später, im Alter von 17 Jahren, erhielt Ingvar eine weitere wichtige Anerkennung von seinem Vater. Als Belohnung für seine herausragenden schulischen Leistungen und sein Engagement
bekam er 1000 Kronen geschenkt. Doch diese Geste war mehr als nur ein einfaches Geschenk. Es war ein Zeichen des Vertrauens und des Glaubens seines Vaters in seine Fähigkeiten und sein Potenzial. Mitte der 1940er Jahre setzte Ingvar seine Bildungsreise am Handelsinstitut Göteborg für 2 Jahre fort. In Göteborg, einer lebhaften Stadt mit einem lebendigen Handelszentrum, lernte Ingvar die Feinheiten des Handels und der Geschäftswelt kennen. Diese Erfahrungen formten nicht nur sein Wissen, sondern auch seinen Charakter, seine Ziele und Träume. Jeder Schritt auf seinem Weg, von dem morgendlichen Wecken durch den speziellen Wecker bis zu den Herausforderungen und Triumphen im Internat und am Handelsinstitut, hatten ihn zu dem Mann geformt, der er später werden sollte. In Småland, einer Region in Schweden, die für ihre harte Arbeit, sparsame Lebensweise und landwirtschaftliche Prägung bekannt war, würde Ingvar sich seinen Traum erfüllen und damit die Welt verändern. Småland, geprägt von Bauern, die den harten Boden bestellten und jeden Pfennig zweimal umdrehten, stand zu dieser Zeit unter dem Druck einer globalen Wirtschaftskrise. Obwohl Schweden immer neutral gewesen und aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem blauen Auge rausgekommen war, war es nicht immun gegen diese Herausforderungen. Doch in Ingvar entfaltete sich der Keim der Innovation schwieriger Zeiten. Die sozialdemokratische Regierung Schwedens, die der Krise der Nachkriegszeit entgegentreten musste, rief ein Investitionsprogramm ins Leben. Unter dem Namen Folkhemmet hatte der Staat Kredite an Bürger vergeben, um den Bau von eigenen Häusern und den Kauf von Möbeln zu fördern. Diese Politik führte natürlich mit 1 Million neuer Wohnungen zu einem unglaublichen Bauboom. Inmitten dieser Veränderungen saß Ingvar am Esstisch im Hause seines Onkels Ernst und begann, einen Unternehmensnamen für sein Vorhaben zu formen. IKEA. Eine Abkürzung aus Ingvars Initialen, IK, und den Anfangsbuchstaben von Elmtarit und Agunarit, dem Bauernhof seiner Familie bzw. seinem Heimatdorf, sollte bald ein Synonym für Innovation und Unternehmergeist werden. Er war jung, ehrgeizig und ausgestattet mit einem scharfen Sinn für Geschäftsmöglichkeiten, und so gründete Ingvar das Unternehmen IKEA im Jahre 1943. Doch zu dieser Zeit war Ingvar noch zu jung, um es selbst zu führen, deshalb erhielt er Unterstützung von seinem Vater, der sich bereit erklärte, das Unternehmen vorübergehend unter seinem Namen zu führen. Während Schweden sich wandelte und die Nachfrage nach Möbeln für die neu gebauten Häuser und Wohnungen stieg, stand er bereit, diese Nachfrage zu erfüllen. Er hatte das nötige Wissen und die Durchsetzungskraft, doch was fehlte, war ein Mittel, handgefertigte Möbelstücke einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Es gab nur einen Weg, die direkte Vermarktung dieser Möbelstücke. Also startete Ingvar den Möbelvertrieb per Versand, eine Entscheidung, die sich als revolutionär erweisen sollte. 1 Jahr später war es endlich soweit. IKEA, Ingvars aufstrebendes Unternehmen, bewarb zum ersten Mal Möbel in seiner Broschüre. Es war ein bescheidener Anfang, geprägt von seiner Hoffnung und dem Glauben an das, was möglich sein könnte. In der Broschüre wurde betont, dass, sofern die Nachfrage es zuließe, IKEA auch in Zukunft Möbel anbieten würde. Erstmals waren es nur einige Stühle und Tische, einfache, aber qualitativ hochwertige Produkte, die das Herzstück des schwedischen Designs widerspiegelten. Doch diese ersten Schritte markierten den Beginn einer Reise, die weit über Smålands grüne Hügel hinausreichen sollte. Ingvars Vision, gepaart mit seinem Talent und der Handwerkskunst der lokalen Bauern, die diese Möbelstücke für ihn herstellten, waren der Beginn einer globalen Bewegung. Die Bestellungen für diese Wunderwerke des Wohnens kamen anfangs über den üblichen Postweg bei IKEA an. Ein einfaches und trotzdem funktionierendes System, bei dem die Produkte direkt von der Fabrik an die Kunden ausgeliefert wurden. Auf diesem Weg sparte sich Ingvar nicht nur Lagerkosten, sondern konnte auch die Preise niedrig halten. Bei weitem die niedrigsten im ganzen Land, wie er selbst stolz verkündete. Durch große Auftragszahlen konnte er sogar die Lieferzeiten verkürzen. Das war ein wahrer Segen, denn zu jener Zeit musste man Wochen oder Monate auf ein Möbelstück warten. Das Jahr 1950 brachte eine wichtige Wende in Ingvars Leben. IKEA präsentierte sich auf der St. Eriksmässan, einer Möbelmesse in Stockholm. Die ausgestellten Möbel mit sichtbaren Preisschildern sorgten für Aufregung unter den Konkurrenten. Sie begannen, Ingvar zu beleidigen und dachten wohl, dass er nach diesem Tag einfach aufgeben würde.
Doch das Gegenteil war der Fall und Ingvars Entschlossenheit festigte sich. Und nicht nur sein Geschäftsleben brachte eine Wende, sondern auch sein Privatleben. Ihr Name war Kerstin Wadling, eine Sekretärin des Unternehmens, die mit einem sanften Lächeln und einer ruhigen Ausstrahlung Ingvar schon vor einiger Zeit in ihren Bann gezogen hatte. Es war nicht ihre berufliche Verbindung, die sie zusammenführte, sondern eine tiefere, unsichtbare Verbindung, die ihre Herzen verband. Im selben Jahr gaben sich Ingvar und Kerstin das Jawort. Ihre Hochzeit war ein bescheidener, aber herzlicher Anlass, bei dem sie, umgeben von Familie und Freunden, ihre Liebe und ihr Engagement füreinander feierten. Ein paar Jahre später entschieden sich Ingvar und Kerstin, die sich sehnlichst ein Kind wünschten, für den Weg der Adoption. So kam die kleine Annika Kielbom, damals 3 Monate alt, in ihr Leben und wurde schnell zum Mittelpunkt des Familienlebens. Doch Ingvar hatte natürlich sein Unternehmen nicht vergessen. Der erste IKEA-Katalog erschien bald darauf, in dem Möbel nicht nur als einzelne Stücke, sondern als Teil eines harmonischen Ganzen präsentiert wurden. Ganze Räume zum Leben und Träumen. So entfaltete sich das Kapitel eines Unternehmens, das mehr als nur Möbel verkaufte. Es verkaufte eine Idee, ein Gefühl, ein Zuhause. Zur gleichen Zeit verabschiedete sich IKEA auch von allem, was nicht Möbel war, um sich ganz auf seine wahre Leidenschaft zu konzentrieren. Doch bald schon sollte Ingvar vor einer Herausforderung stehen. Da immer wieder Möbelstücke, besonders Tische, ihre neuen Besitzer in beklagenswertem Zustand erreichten, weil sie durch die Tücken des Transports beschädigt worden waren, musste Ingvar ziemlich schnell eine Lösung für dieses Problem finden. Doch ihm wollte einfach nichts einfallen. Eines Tages trug Ovendals, ein Zulieferer aus dem verschlafenen Hulsfred, einen rettenden Gedanken an ihn heran. »Warum nicht die Möbel zerlegt versenden?« schlug er vor. »Lass die Kunden ihre eigenen Möbelstücke zusammenbauen.« Es war ein einfacher Vorschlag gewesen, doch Ingvar fand ihn genial. Weniger Schäden beim Transport, platzsparende Lagerung und Kosteneinsparungen in der Produktion. Eine Revolution in der Möbelindustrie. Aber es war mehr als das. Als die Kunden begannen, ihre Möbel selbst zu bauen, investierten sie nicht nur ihre Zeit, sondern auch ein Stück ihres Herzens. Jeder Tisch, jeder Stuhl wurde zu einem persönlichen Werk, zu einem Teil ihrer Welt. Kurz darauf kündigte der IKEA-Katalog stolz die ersten Modelle dieser neuen Ära an. Delphi, Riga und Köska, die ersten Möbelstücke, die in den heimischen 4 Wänden zum Leben erwachten. Mitte der 1950er Jahre machte Ingvar einen weiteren mutigen Schritt und begann, unternehmenseigene Möbeldesigns zu verkaufen, die ebenfalls als Bausätze verschickt wurden. Dieser Erfolg ebnete den Weg für eine bahnbrechende Neuerung. 1958 eröffnete IKEA seinen ersten eigenen Laden in Elmhult. Die platzsparende Lagerung der Möbel erlaubte es, dass sie direkt im Verkaufsraum präsentiert wurden. Ein großes Lager wurde überflüssig und die Kunden konnten hier die Möbelstücke nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Aber wie genau schaffte Ingvar dieses Ambiente? Das Unternehmen betont schon immer bestimmte Möbel durch gezielte Beleuchtung und Platzierung auf dem Laufweg, was zu verwinkelten Pfaden führt. Die Räume sind persönlich gestaltet, um das Gefühl eines Möbelhauses zu minimieren. Kunden, die sich ausruhen dürfen, neigen zum Mehrkauf, daher ist Schlafen erlaubt. Ingvar bot als erster der Branche ein 365-Tage-Rückgaberecht für Matratzen. Nach dem Restaurantbereich folgt eine Ecke mit reduzierten Artikeln, um die Kaufbereitschaft zu steigern. Die Verkaufsflächen an sich sind absichtlich überfüllt, um ein Gefühl des Überflusses zu erzeugen. Die Preisstrategie beinhaltet verschiedene Preisklassen für dasselbe Produkt, wobei der niedrigste Preis oft überrascht. Doch Ingvar war das noch nicht genug. Im ersten Laden in Elmhult eröffnete er ein Restaurant, eine Oase für müde Shopper. Anfangs gab es nur Kaffee und kalte Speisen, aber bald kam Ingvar eine weitere geniale Idee. Warum nicht zur Mittagszeit ein preiswertes, warmes Essen anbieten? Diese Innovation lockte zusätzliche Kunden an und sorgte für ein rundum zufriedenstellendes Einkaufserlebnis. Zufriedene Kunden sind gute Kunden und das Konzept des IKEA-Restaurants wurde so beliebt, dass es zum festen Bestandteil jedes IKEA-Marktes wurde. Wir sehen also, wie IKEA nicht nur Möbel verkauft, sondern auch eine Vision. Die Vision von praktischer Schönheit, erschwinglichem Design und einem Zuhause,
das jeder selbst gestalten kann. Aber bald darauf braute sich in der Welt der Möbelmacher ein Unwetter zusammen. Und im Herzen dieses Sturms stand Ingvar mit IKEA, denn mit dem Ruhm kam die Rivalität. Die anderen schwedischen Möbelhersteller, stolz auf ihre Handwerkskunst und Traditionen, sahen in IKEA nicht nur einen Konkurrenten, sondern eine Bedrohung. Der Auftritt des Unternehmens auf der St. Eriksmessan, wo Ingvar mutig seine Preise zur Schau stellte, war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Eifersucht und Angst vor der Zukunft trieben die etablierten Möbelhäuser dazu, ihre Zulieferer aufzufordern, IKEA zu boykottieren. Ein Pakt gegen den Außenseiter Ingvar, stark genug, um das Unternehmen von Messen und Märkten fernzuhalten. Doch Ingvar war nicht jemand, der sich so leicht geschlagen gab. Er gründete schnell Ikano, ein verborgenes Netzwerk, und konnte so die Verbindungen zu schwedischen Zulieferern aufrechterhalten. Es war ein listiger Schachzug im Spiel der Möbelmacher. Doch Ingvar musste sich gleichzeitig weiterentwickeln und mit IKEA neue Horizonte erschließen. Der Blick richtete sich nach Osten, genauer gesagt nach Polen, einem Land, das damals noch im Schatten lag. Anfang der 1960er Jahre läutete er eine neue Ära ein und gab seine erste Bestellung bei der polnischen Firma Farmek auf. 500 Modelle des Stuhls Ögla gab er in Auftrag. Farmek erwies sich als zuverlässiger Partner und Polen wurde zu IKEAs wichtigstem Produktionsstandort. Mit der Zeit wuchs IKEAs Präsenz dort. 18 Produktionswerke, darunter die größte Möbelfabrik der Welt in Spasinek und eine Matratzenfabrik in Rogosno, die jährlich fast 2,5 Millionen Matratzen produzierte, zierten Polen. Über 16.000 Mitarbeiter in 8 Gesellschaften und weitere 75.000 durch polnische Zulieferer. Ingvar hatte es geschafft. Vom Holzschlag bis hin zu Spanfaserplattenproduzenten, Möbelfabriken und Versandnetzwerken, sogar Windparks zur Energiegewinnung. IKEA war in Polen zu Hause. Doch hinter Ingvars geschäftlichem Erfolg verbarg sich eine persönliche Tragödie. Während er sich um die Geschäfte in Polen kümmerte, verfiel er dem Wodka. Ein Kampf mit dem Alkoholismus begann, der ihn seine Ehe mit Kerstin kosten sollte. Ingvar gab später an, sein Problem unter Kontrolle zu haben, indem er jährlich 3 Wochen lang ausnüchterte. Er kämpfte also allein und eine stille Schlacht, fernab der Glanzlichter des Unternehmertums. In dieser Zeit reiste auch Ingvars Vater mit nach Polen, als Teil einer kleinen Gruppe, die den Grundstein für IKEAs Erfolg in einem Land legte, das bald von China als Produktionsstandort überholt werden sollte. In den Worten von Ingvar selbst war Polen der Geburtsort von IKEA und eine zweite Heimat. Diese Worte halten wieder, während die Tore des ersten polnischen IKEA-Ladens 1990 geöffnet wurden. Ein historischer Moment, der das Ende des Kommunismus in Polen markierte. In dieser Zeit der Entdeckungen und des unternehmerischen Mutes reiste Ingvar auch in die Vereinigten Staaten. Getrieben von einem unstillbaren Hunger nach Wissen über Einzelhandel und Vertrieb, durchstreifte er, begleitet von seinem Vater, das Land. New York, Chicago, San Francisco, Las Vegas, Los Angeles, jede Stadt hatte für ihn etwas Bezauberndes. Obwohl er zugab, dass die USA vielleicht nicht so außergewöhnlich waren, wie es auf den ersten Blick schien, fand er dennoch wertvolle Lektionen. Insbesondere die Bedeutung großer Parkplätze und die Erkenntnis, dass man sogar aus Fehlern anderer lernen kann. Bald schon wurde diese mutige Herangehensweise belohnt. Eine Studie in einem schwedischen Design- und Möbelmagazin verglich IKEA-Möbel mit denen anderer Hersteller. Die Ergebnisse sprachen für sich. Ingvars Produkte waren nicht nur die günstigsten, sondern erzielten auch die besten Testergebnisse. Dies stärkte das Vertrauen der breiten Bevölkerung in sein Unternehmen, denn sie erkannten, dass niedrige Preise nicht zwangsläufig niedrige Qualität bedeuten mussten. 1963, als die Welt noch in den Farben der Flower-Power-Bewegung gemalt war, eröffnete IKEA seinen ersten Laden außerhalb Schwedens, ganz in der Nähe von Oslo. Dies war nur der Anfang, denn 1969 folgte Dänemark. 1973 erreichte IKEA die Schweiz, das erste Land außerhalb Skandinaviens, das die einfache Eleganz und Funktionalität von IKEA-Möbeln erleben durfte. Ein Jahr später wurden schließlich die Türen des ersten deutschen IKEA in Eching bei München geöffnet und danach wagte Ingvar die mutige Expansion nach Japan.
Doch Japan sollte sich als herausfordernd erweisen. Die Größe und der Selbstaufbau der Möbel passten nicht recht zu den japanischen Wohnverhältnissen und Servicetraditionen. Aber Ingvar ließ sich nicht aufhalten und die Reise ging weiter. Mitte der 1970er Jahre breitete IKEA seine Flügel nach Australien, Kanada und Hongkong aus. Danach setzte er in Wien, Österreich, einen weiteren Meilenstein. Die 1980er Jahre brachten IKEA nach Saudi-Arabien und in die USA und 2010 schließlich erreichte die blaue und gelbe Flagge Lateinamerika mit einem Laden in der Dominikanischen Republik. 2013 setzte IKEA in Ägypten seinen ersten Schritt auf afrikanischem Boden. Ingvar, der eines Tages an die 1960er Jahre zurückdachte, erinnerte sich an den besonderen Moment, als ein IKEA-Laden in Stockholm eröffnet wurde. Der Ansturm damals war so überwältigend gewesen, dass Ingvar gezwungen war, seine Lagerhallen für Kunden zu öffnen. Dies führte zu einer revolutionären Idee. Das offene Lagerkonzept, das sich bis heute hartnäckig hält. Ein 3,5 Kilometer langer Weg von der Eingangstür bis zur Kasse, der die Kunden durch unzählige Eindrücke führt. Im Lager angelangt, sind die Menschen bereits so tief in die Welt von IKEA eingetaucht, dass das Hinzufügen eines weiteren Möbelstücks zum Einkaufswagen fast wie eine selbstverständliche Entscheidung erscheint. Im Jahr 1976 schrieb Ingvar ein Manifest, das als »A Testament of a Furniture« Dealer bekannt wurde. Doch es war mehr als nur ein Dokument. Es war das Herzstück seiner Philosophie, ein Spiegelbild der Werte, die IKEA antreiben sollten. In diesem Manifest offenbarte Ingvar seine Vision, die er seit den bescheidenen Anfängen von IKEA verfolgte. Er sprach nicht nur von Möbeln, sondern von einer Lebensweise, die von Bescheidenheit geprägt war. Er war zwar ein Mann, der die Welt veränderte, doch er fand auch Freude in den kleinen Dingen des Lebens. Er kaufte seine Kleidung auf Flohmärkten und in Second-Hand-Läden, nahm Salz- und Pfeffertütchen aus Restaurants mit und entschied sich stets für die Economy Class in Flugzeugen. Über zwei Jahrzehnte hinweg fuhr er denselben Volvo, ein Symbol seiner tief verwurzelten Werte. Seine Vision für IKEA war auf jeden Fall klar und ehrgeizig, die perfekte Balance zwischen Funktion, Design, Preis und Qualität zu finden, um ansprechende und hochwertige Möbel für jeden Haushalt erschwinglich zu machen. Ingvars Worte im Manifest: Nichts ist so effektiv wie ein gutes Vorbild. Der IKEA-Spirit ist eine starke und lebendige Realität. Und nur diejenigen, die schlafen, machen keine Fehler. Waren nicht nur Sätze, sondern Leitfäden auf dem Weg von IKEA. Der IKEA-Spirit war das Streben nach Qualität und Erschwinglichkeit, ein Glaube an das Lernen aus Fehlern und die Hingabe, mit der man seine Ziele erreicht. Doch mit der ehrlichen Absicht, hochwertige Möbel für alle zu produzieren, kam auch die Erkenntnis, dass die Jagd nach niedrigen Preisen ihre eigenen Herausforderungen mit sich brachte. In den 1960ern begann bei IKEA ein farbenfrohes neues Kapitel, die Entstehung einer Designabteilung für Textilien, die sich in den 70ern weiter entfaltete und eine Explosion bunter Muster in Gardinen, Sesseln und Bettbezügen hervorbrachte. Diese lebendigen Designs zogen die Blicke auf sich und prägten das Image von IKEA als modebewusste Marke. Ingvar, der selbst kein Auge für Textilmuster hatte, überließ diese künstlerische Aufgabe seinen talentierten skandinavischen Designern. In den frühen 1970er Jahren begann IKEA seine Produktion in die DDR auszulagern, ein Schritt, der damals sowohl finanziell als auch durch Devisenhandel Vorteile brachte. Doch hinter dem wirtschaftlichen Erfolg verbarg sich eine dunkle Wahrheit. Die Nutzung politisch Gefangener als Zwangsarbeiter. Berichte von Betroffenen enthüllten erschütternde Bedingungen. Schläge und Misshandlungen bei Arbeitsverweigerung, erniedrigendes Arbeitsklima, geprägt von Druck und Psychoterror. Einige Gefangene wurden in Isolationszellen gesperrt und körperlich misshandelt. In Einrichtungen wie dem Gefängnis in Naumburg wurden unter unmenschlichen Bedingungen Stühle für IKEA gefertigt. Selbst das bekannte Sofa Klippan wurde unter diesen Bedingungen hergestellt.
Ab den 1980er Jahren wurde der Einsatz politischer Gefangener in der Produktion von IKEA-Möbeln in der DDR zunehmend bekannt. Trotz IKEAs Bemühungen, spätestens 1981 keine politischen Gefangenen mehr in der Produktion einzusetzen, berichteten viele Betroffene, dass sie auch in den 1980ern noch für IKEA produzieren mussten. Konkurrenten und Opferinitiativen brachten diese Praxis an die Öffentlichkeit. Ingvars offener Umgang mit Fehlern und sein Streben nach Kostenersparnis warfen weitere Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf Umweltzerstörung und Menschenrechte, Herausforderungen, die leider häufiger werden, wenn ein Unternehmen an Größe und Einfluss zunimmt. Es war in dieser Zeit, dass IKEA die Kraft80-Kampagne startete. Mit Zielen wie der Vereinheitlichung der verschiedenen IKEA-Filialen, der Identifizierung und Implementierung der besten Lösungen für Probleme wie Beleuchtung und Verpackung sowie dem Ausbau des Austauschs zwischen den Filialen. Um diese Ziele zu erreichen, beauftragte Ingvar 50 Mitarbeiter aus allen Landesgruppen und Abteilungen damit, verschiedene IKEA-Filialen und die Produktionszentrale in Elmhult zu besuchen und Vorschläge zu sammeln. Er ermutigte seine Mitarbeiter, Verbesserungsvorschläge einzureichen, wofür sie an einer internen Lotterie teilnehmen konnten, bei der Preise wie Weltreisen lockten. Dank Kraft80 wuchsen die IKEA-Filialen enger zusammen, was die Qualität der einzelnen Filialen verbesserte. Gleichzeitig entstand ein einheitliches Einführungsprogramm und in den Niederlanden wurde ein Trainingszentrum eröffnet. In den frühen 80er Jahren bot ein IKEA in Schweden zum ersten Mal Hotdogs an. Eine Idee, die bald in allen IKEA-Filialen weltweit umgesetzt wurde. Der Hotdog, ursprünglich für nur 50 Cent angeboten, sollte den Kunden am Ende ihres Einkaufs Freude bereiten. Diese Strategie spiegelte Ingvars Wunsch wider, Produkte zu so niedrigen Preisen anzubieten, dass Kunden nicht lange über den Kauf nachdenken mussten. So entstand der letzte bleibende Eindruck eines IKEA-Besuchs. Ein Ort, an dem man stets Schnäppchen findet. Eine Philosophie, die sich auch in der Schnäppchenabteilung direkt hinter der Kasse widerspiegelte und ein Gefühl, als Kunde etwas Besonderes zu sein. Mit 90 Milliarden verkauften Hotdogs pro Jahr wurde dieses einfache Gericht zu einem Symbol für IKEAs Engagement, Qualität und Wert zu verbinden. Doch der Erfolg sollte bald schon von einer neuen Tragödie erschüttert werden. Wie ein Schatten legten sich die dunklen Wolken 1984 über eine IKEA-Niederlassung in Wallau. Mitten in der Hektik des Alltags bemerkten die Mitarbeiter zunächst nichts Ungewöhnliches. Es war ein typischer geschäftiger Tag mit Kunden, die durch die Gänge schlenderten, Kinder, die im Spielbereich herumtollten und dem üblichen Durcheinander in der Selbstbedienungshalle. Doch als der Himmel sich verdunkelte, fiel ein unerklärlicher Stillstand über das Gebäude. Die Lichter flackerten, Computerbildschirme wurden schwarz und plötzlich stand alles still. Kein Laut war zu hören. Kein Telefon klingelte mehr und selbst das sonst so vertraute Klirren des Geschirrs im Restaurant verstummte. Zur gleichen Zeit, hunderte Kilometer entfernt in West-Berlin, ereignete sich Ähnliches in einer IKEA-Verkaufshalle. Die Polizei vermutete hinter diesen Tragödien politisch motivierte Brandstiftungen. Ingvar suchte Aufklärung, erhielt jedoch von DDR-Partnern lediglich die Zusicherung, dass die Praxis der Zwangsarbeit nicht mehr aktuell sei und die Brandstiftungen, wenn es denn welche waren, nichts mit den Praktiken der Gefangenenarbeit zu tun haben könnten. Die DDR blieb auch weiterhin ein wichtiger Produzent für IKEA. Ende der 80er Jahre führte Ingvar Beurteilungskriterien für seine DDR-Zulieferer ein und reagierte damit auf die Nutzung von Zwangsarbeitern. IKEA war natürlich nicht der einzige westliche Konzern, der unter diesen Bedingungen in der DDR produzieren ließ. Andere bekannte Unternehmen waren ebenfalls beteiligt. 2012 ging IKEA an die Öffentlichkeit und bestätigte, dass das Unternehmen in den 1980er Jahren von der Häftlingsarbeit in der DDR profitiert hatte. Es war der erste Konzern, der sich für diese Praktiken entschuldigte und sie untersuchen ließ.
Ein Schritt, der von der Stasi-Unterlagenbehörde als lobenswert bezeichnet wurde. Als jedoch die 1980er Jahre über Europa hereinbrachen, war Rumänien für IKEA ein Land voller Möglichkeiten, denn es war reich an Holz und mit billigen Arbeitskräften. So schloss IKEA, als die Welt noch im Bann des Kalten Krieges stand, einen Deal mit dem staatlichen rumänischen Holzwerk Ethno Forest Export. Eine Vereinbarung, die IKEA jährlich Holz im Millionenwert sicherte, ab Mitte der 80er Jahre sogar im siebenstelligen Dollarbereich. Bis 1988 wurden in Rumänien Teile der bekannten Billy-Regale, Albert-Stühle, Abo- und Jonas-Tische gefertigt und in ganz Europa verkauft, von Schweden bis zu den Niederlanden. Doch diese Geschäfte waren nicht ohne Tücken. IKEA war damit einverstanden, für seine Bestellungen in Rumänien zu viel zu bezahlen. Diese Überberechnung wurde als Kommission und Gerätevergütung verbucht, während Rumänien sie als bloße Überberechnung sah. Der zu viel bezahlte Betrag sollte, einer Abmachung folgend, ohne Zinsen zweimal pro Jahr auf ein IKEA-Bankkonto in Ost-Berlin zurückgezahlt werden. Die Zahlungen von IKEA flossen also an die rumänische Bank für den Außenhandel, von der ein Teil auf ein Konto überwiesen wurde, das von der rumänischen Geheimpolizei, der Securitate, kontrolliert wurde. Die Securitate hatte den Auftrag, Fremdwährungen zu sammeln, um Rumäniens Auslandsschulden zu reduzieren. Unter dem Namen Skandinavica Währungseinzugsverfahren sollten über die Überberechnungen der Rechnungen zwischen Ethno Forest Export und IKEA zusätzliche schwedische Kronen für den rumänischen Staat erwirtschaftet werden. Doch 1988, im selben Jahr, in dem IKEA seine Zusammenarbeit mit Ethno Forest Export beendete, wurde auch dieses Programm eingestellt. Die Rückerstattungen der Überberechnungen waren von Unregelmäßigkeiten geprägt. Anfangs flossen die Gelder in den rumänischen Haushalt, aber mit dem zunehmenden Scheitern des rumänischen Staates in den späten 1980ern behielten Securitate-Funktionäre immer mehr dieser Überberechnungen für sich. Inmitten dieser Turbulenzen sandte IKEA Nilsson, ein Mitglied seines Vorstands, nach Rumänien, um die ausgebliebenen Rückzahlungen zurückzufordern. Ein Versuch, der letztlich erfolglos blieb. In den 1980er Jahren, einer Zeit des globalen Wirtschaftswachstums und der Finanzinnovation, begann Ingvar, das Unternehmensgeflecht seines Möbelimperiums zu transformieren. Es war ein Schachspiel der Wirtschaft, bei dem es um Steueroptimierung und die Sicherung des Familienvermögens ging. In den windigen Niederlanden rief Ingvar währenddessen die Stichting Inka Foundation ins Leben. Doch sie war mehr als nur eine Stiftung. Es war eine Festung zur Bewahrung des IKEA-Vermögens. Mit Steuervorteilen ausgestattet, wurde sie zum Besitzer des Großteils der IKEA-Niederlassungen. Obwohl sie eigentlich gegründet worden war, um Forschung in Design und Innenarchitektur zu fördern, stieg sie laut einem Bericht des Economist zur finanzstärksten Stiftung der Welt auf. Doch im Vergleich zur Bill & Melinda Gates Foundation hielt sie sich mit Ausgaben zurück, bis Vorwürfe sie dazu bewegten, ihren Fokus auf die Verbesserung der Lage von Kindern weltweit zu erweitern. Die Inka Holding, ein Teil der Stichting Inka Foundation, leitete die Geschäfte der zu ihr gehörenden IKEA-Niederlassungen. Sie sorgte dafür, dass 3% aller Einnahmen als Franchise-Abgaben an die Inter-IKEA Systems flossen. Und investierte sogar in einen rumänischen Windpark sowie in Einkaufszentren in London, San Francisco und Indien. Die komplexe und verschachtelte Konzernstruktur von IKEA zog bald schon Kritik auf sich. Ingvar wurde beschuldigt, sein Unternehmen absichtlich unübersichtlich gestaltet zu haben, um Steuern zu minimieren. Bald kam heraus, dass besonders in Ländern wie den Niederlanden, Belgien und Luxemburg Steuerschlupflöcher genutzt wurden, was zu Untersuchungen durch die Europäische Union führte. Da die Welt sich im ständigen Wandel befand, stand Ingvar kurze Zeit später vor einer Herausforderung, die so simpel wie revolutionär war: das Einkaufserlebnis in seinen Läden zu verbessern. Eine Untersuchung hatte gezeigt, dass Kunden nicht die beste Zeit beim Einkauf hatten. Ingvar, immer auf der Suche nach praktischen Lösungen, hatte eine Idee. Eine Tüte, die nicht nur praktisch, sondern auch kostenlos sein sollte.
Die ursprüngliche Vision war es, zwei verschiedenfarbige Tüten anzubieten. Eine, die kostenlos an der Kasse zur Verfügung gestellt und dort wieder abgegeben werden musste, und eine andere, die die Kunden kaufen und mit nach Hause nehmen konnten. Doch wie so oft im Leben war der Weg zur Umsetzung dieser Idee gepflastert mit Diskussionen und Anpassungen. 3 Jahren des Hin und Hers musste er sich stellen, bevor in Hamburg ein Testlauf durchgeführt wurde. Die Tüten gab es zunächst nur in Gelb, was jedoch zu Verwirrung führte. Welche Tüte durfte man mitnehmen, welche nicht? Die Lösung des Problems kam in Form einer blauen Tüte. Von diesem Moment an durften nur noch die blauen Tüten verkauft werden, während die gelben an der Kasse abgegeben werden mussten. Die IKEA-Tüte, ein Symbol für Praktikabilität und Robustheit, wurde bald ein alltäglicher Begleiter vieler Kunden, nicht nur beim Einkaufen, sondern auch am Strand oder auf Reisen. Doch hinter dieser scheinbar einfachen Entscheidung stand eine durchdachte Strategie. IKEA entwarf die Tüten absichtlich so groß, dass Kunden sich genötigt fühlten, sie vollzupacken. Niemand wollte mit einer leeren oder halbleeren Tüte gesehen werden. Die ständige Präsentation der gelben Tüten in überfüllten Gitterboxen war Teil dieser Taktik. Statistiken zeigten, dass Kunden, die eine gelbe Tüte nutzten, im Durchschnitt 20 Euro mehr pro Einkauf ausgaben. Ingvars Plan setzte sich also durch. Doch im Jahr 1994 fand er sich plötzlich im Zentrum eines Sturms wieder. Eine Zeitung enthüllte seine Verbindungen zur Nazi-Ideologie in der Vergangenheit. Er, einst ein guter Freund von Per Engdahl, einem Führer der schwedischen Nazi-Szene in den 1940ern, fand sich mit Vorwürfen über Spenden an eine nationalsozialistische Partei konfrontiert. Engdahl war sogar 1963 auf seiner zweiten Hochzeit eingeladen, als Ingvar eine Lehrerin namens Margareta Stennert zur Frau nahm. Ingvar selbst bestritt, jemals Mitglied dieser Partei gewesen zu sein. Doch als die Affäre ans Licht kam, musste er reagieren. Er wandte sich in einem handgeschriebenen Fax an die IKEA-Belegschaft, entschuldigte sich und gestand, dass seine Kontakte zur schwedischen Nazi-Szene der größte Fehler seines Lebens gewesen waren. Ein Fehler, der ihm Tränen entlockte. Mitte der 1990er Jahre wurde Ingvars Unternehmen durch den Begriff Democratic Design geprägt. Auf der Mailänder Möbelmesse beschrieb er IKEAs Herangehensweise an die Produktentwicklung. Dieses Konzept forderte 5 Eigenschaften von Möbeln: Preis, Qualität, Form, Funktion und Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit war ein neuer Aspekt, der den Geist der Zeit widerspiegelte und ein klares Gegengewicht zu den Wegwerfmöbeln der 1970er Jahre bildete. Ingvar hatte wohl verstanden, dass die neuen Generationen sich mit diesem Thema ernsthaft auseinandersetzten. Doch bald darauf sollte IKEA einen weiteren Schlag abbekommen. Der Vorwurf: Kinderarbeit. Berichte im schwedischen und deutschen Fernsehen beschuldigten das Unternehmen, Zulieferer in Indien, Pakistan, Nepal, Vietnam und den Philippinen zu haben, die Kinder in der Teppichfertigung einsetzten. Ingvar reagierte mit Inspektionen der Zulieferer und Investitionen in Schulen und Mikrofinanzierung in Indien. Aber so sehr er sich auch anstrengte, die Kinderarbeit konnte nicht komplett beseitigt werden. In Zusammenarbeit mit NGOs und UNICEF veröffentlichte IKEA im Jahr 2000 einen neuen Verhaltenskodex, um Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. Obwohl auch Ingvar das Problem nicht vollständig lösen konnte, entwickelte sich sein Kodex zu einem Vorbild für andere Unternehmen. Als IKEA 2001 seine erste Niederlassung in Israel eröffnete, wurde die Nazi-Affäre nicht wieder aufgegriffen. Es war ein Zeichen dafür, wie weit das Unternehmen gekommen war und ein Beweis für die Veränderung, die es durchgemacht hatte. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in den 1990ern eröffnete IKEA Niederlassungen in ehemaligen Ostblockländern, darunter Ungarn, Tschechien, Serbien, Slowakei, China und Russland. Bei der Eröffnung in Russland betonte Ingvar ausdrücklich die Bedeutung des anständigen Kapitalismus für die Demokratisierung. Ab 2000 ging IKEA online, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. Und der Katalog wurde so beliebt, dass er 2 Jahre später mit einer Auflage von über 150 Millionen, verfügbar in über 24 Sprachen, zu einem der meistgedruckten Kataloge wurde.
Bald darauf wagte IKEA erneut den Schritt in den japanischen Markt. Diesmal war das Unternehmen jedoch durch enge Kontakte und eingehende Studien der japanischen Wohnkultur und Bedürfnisse vorbereitet. Danach startete IKEA in Großbritannien in Zusammenarbeit mit T-Mobile den Mobilfunkanbieter UK, das sogenannte IKEA Family Mobile. Leider entpuppte sich dieses Produkt als ein Flop und wurde bald wieder eingestellt. Doch das Unternehmen erweiterte stetig sein Sortiment, wie zum Beispiel die Smart Home Produkte, darunter das Beleuchtungssystem TRDFRI. In Kooperation mit Skanska bietet IKEA zudem ProClock-Häuser in Großbritannien und Schweden an. Trotzdem bleibt ein bitterer Beigeschmack, besonders wenn es um das Holz geht. Mit Polen und Litauen als Hauptzulieferer nutzt IKEA etwa 1% der weltweiten Holzernte. Umweltbedenken, insbesondere wegen des Holzes aus Urwäldern und der Beschaffung aus anderen fragwürdigen Quellen, haben zu Kontroversen und Kritik geführt. Auch in Weißrussland stand IKEA 2021 schlimmen Anklagen gegenüber. Berichte über Zwangsarbeit in weißrussischen Zulieferbetrieben führten dazu, dass das Unternehmen schließlich seine Geschäftstätigkeit in Weißrussland und Russland einstellte. In der Welt der Möbelriesen thront IKEA unangefochten an der Spitze. Eine globale Macht mit Zahlen, die ebenso beeindruckend wie ihre Möbelstücke sind. Mit über 230.000 engagierten Mitarbeitern gleicht das Unternehmen einer lebhaften Metropole, in der Kreativität und Effizienz Hand in Hand gehen. Jährlich fließen nahezu 50 Milliarden US-Dollar durch die Kassen dieses Giganten, ein Zeugnis seiner unbestrittenen Herrschaft im Reich der Möbel. Die Präsenz von IKEA erstreckt sich über 62 Länder mit 460 Verkaufsstellen, die nicht nur Orte des Handels, sondern Tempel der modernen Wohnkultur sind. Eine amüsante, fast märchenhafte Anekdote flüstert durch die Gänge der Zeit. Angeblich wurde jeder 10. Westeuropäer auf einer IKEA-Matratze gezeugt. Ein Gedanke, der zum Schmunzeln anregt und gleichzeitig die weitreichende Präsenz von IKEA im Alltag illustriert. Deutschland erweist sich als sein wichtigster Einzelmarkt. Mit einem beeindruckenden Umsatz von 5,7 Milliarden Euro und 53 Filialen hält Deutschland eine besondere Stellung. Fast mystisch klingt die Erkenntnis, dass in etwa 4% der deutschen Haushalte fast jedes Möbelstück das Label IKEA trägt. Ein Beweis für die tief verwurzelte Liebe zum skandinavischen Design. Was als kleines Unternehmen, das an einem bescheidenen Esstisch gegründet wurde, begann, sollte sich zu einem globalen Phänomen entwickeln, das die Art und Weise, wie Menschen weltweit leben und einkaufen, grundlegend verändert hat.